Ich war 2,5 Jahre bei der Produktion von Cirque du Soleil Love über die Beatles in Las Vegas. Habe dort die Creation mitgemacht und dann das Grand Opening, die Premiere. Habe dort als Solo- und Ensemble-Tänzer gearbeitet in einem Cast von 62 Leuten. Und das war natürlich für mich als erste Österreicherin bei Cirque du Soleil, der jetzt mittlerweile eine 25-jährige Geschichte hat, natürlich eine Riesenchance, die mich experience-wise sehr weit gebracht hat. Ich habe ziemlich Glück gehabt. Ich war in England auf Tour. Also ich bin mit dem Tanztheaterbereich seit circa 4, 5 Jahren ziemlich involviert in den ganzen Bereich und habe einen Anruf bekommen. Also sehr untypisch. Normalerweise wird bei Cirque du Soleil auf der ganzen Welt Auditions gemacht. Und ich bin angerufen worden, aufgrund, dass sie halt aufmerksam geworden sind auf mich, aufgrund von Wettbewerben, verschiedenen Produktionen, und habe mich dann von der Tour weg nach Montreal eingeflogen. Dort war ich 3 Tage und habe dann sofort die Rolle bekommen, die offene Rolle damals, und war dann innerhalb von 2 Wochen in Las Vegas und habe mein ganzes Leben in Europa abgebrochen. Also ich habe meine Sachen gepackt, bin zuerst nach Kanada geflogen, bin dort eingeschult worden, habe einmal sozusagen die erste Thematik des Stückes, und wenn du die Audition machst, hast du noch überhaupt keine Ahnung, um was es geht. Also es ist nicht so, dass du jetzt ein Skript vorgelegt bekommst, was du jetzt genau machst. Du fährst sozusagen eigentlich ins Blaue und du fährst dorthin ohne Freunde, ohne Verwandte, ohne Familie. Und vor allem in ein Land, wo hauptsächlich Französisch und Englisch gesprochen wird, und dann natürlich in einer Company, wo es genauso funktioniert. Nur dort ist halt einfach das Cast extrem international. Es sind sehr gute Leute dort und du wirst halt am Anfang schon einen ziemlichen Druck, also du spürst diesen Druck, 150% zu geben. Und das fordert einen sehr. Aber eigentlich habe ich so von der ersten Minute bis zur letzten versucht, so gut auszukosten, wie es irgendwie gegangen ist. Aber es war natürlich schon sehr, sehr eine starke Anforderung an eine Person selbst. Es ist schon. Also es ist einfach was anderes, als wie normal trainieren zu gehen, bei einer kleinen Produktion dabei zu sein oder bei einer Produktion, die 2 Grammys gewinnt. Also das war, ist einfach eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ja, natürlich dadurch, dass das die erste Produktion der Beatles war mit den Cirque, also mit Cirque du Soleil, und überhaupt, dass Cirque du Soleil einmal eine Koproduktion macht. Das war das erste Mal seit 25 Jahren. Und die Beatles haben natürlich einen extremen Stellenwert. Das heißt, sehr viele verschiedene Schauspieler und Musiker haben sich die Show angeschaut und sind dann auch nachher mit uns in Kontakt getreten. Also angefangen von Michael Jackson über Prince, über Nicolas Cage, über Cameron Diaz. Also Las Vegas ist auch irgendwie so ein bisschen ein Pol, der natürlich solche Persönlichkeiten anzieht, wo man auch, wo es auch sehr um das Gesehen und gesehen werden geht. Also das ist ganz witzig. Ich glaube, dass man jetzt auch in gewisser Weise in Las Vegas Linz kennt, weil ich das auch immer so ein bisschen gesagt habe, ja, ich bin die Silke aus Österreich, ich komme aus Linz, nicht aus Vienna. Ja. Und es ist halt schon eine Scheinwelt, die ganz klar ist. Also man muss auch dort irgendwie sich versuchen einzugliedern. Also man muss dem Spiel ein bisschen mitspielen. Aber prinzipiell war es teilweise auch nicht sehr einfach, weil wenn man zu sich selbst steht und halt einfach seine Meinung hat und nicht immer klein beigibt, dann ist man dort auch in gewisser Weise teilweise ein bisschen ein Konfrontationspunkt. Aber ich kann mir noch immer in den Spiegel schauen, deswegen bin ich ganz froh darüber. Also es ist ganz komisch. Ich bin zwischendurch, wir haben immer ganz wenig Urlaub eigentlich gehabt, immer so 3 Wochen, und ich war dazwischen in London, und da ist gerade eben dieser Soundtrack rausgekommen von den Beatles. Und der ist dann überall in den ganzen Plattenläden gespielt worden, und ich bin da rein und irgendwie direkt irgendwie im Urlaub wieder konfrontiert worden. Und komischerweise kann man den Beatles irgendwie immer wieder hören. Es ist ein gewisser Zauber der Musik. Ja, also. Es ist natürlich schon ein Unterschied zwischen Linz und Las Vegas. beziehungsweise, ich habe eigentlich mehrere Angebote jetzt gehabt, was ich nachher mache. Ich hätte nach Montreal gehen können, ich hätte nach LA gehen können, ich hätte eine Produktion in Italien machen können. Habe mich dann aber eben ganz klar für Linz entschieden, oder beziehungsweise für Österreich entschieden, weil ich halt dieses Angebot bekommen habe, die erste Soloproduktion zu machen und eigentlich ein bisschen dieses Türöffnen in eine neue Kunst- und Kultursparte ein bisschen einzutauchen.
Und Linz hat für mich halt natürlich einfach, das ist für mich Heimat, ganz klar. Und hat eine Struktur, die mich halt einfach anspricht. Es ist kleiner, es ist persönlicher, es ist privater. Und man hat halt einfach seine Freunde, die ihm einfach viel Rückhalt geben, was ich zum Beispiel in Amerika halt einfach nicht gehabt habe. Sieg steht auf Linz.